Moin Leute, Flo hier und willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Witcher 3 Hearts of Stone DLC. Finally. So, ich werde das Ganze mit einem Level 64 oder 65 Charakter spielen. Auf jeden Fall New Game Plus. Story komplett fertig. Und sogar halbwegs anständiges Gear. Ich glaube, ich habe das Griffin School Gear. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber das werden wir gleich herausfinden. So. So, dann hoffen wir mal, dass es nicht abstürzt. Es ist nämlich vorhin einmal im Main-Menü abgestürzt. Ich spiele das Ganze übrigens nicht in 60 FPS, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Das liegt einfach daran, dass meine Grafikkarte schon, naja, eigentlich ist sie noch ziemlich geil, aber sie schafft das Spiel nicht mehr so ganz mit 60 FPS. Deswegen leider nur 30 FPS. Aber gut, da kann ich jetzt nichts machen. So, okay, ja, ich habe Legendary Griffin Steel Sword Mastercraft. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Ich bin mal sehr darauf gespannt, was es für noch so für Scheiße gibt in den DLC. Bevor wir mal anfangen, werde ich hier noch so ein bisschen Kack droppen, den ich nicht brauche. Damit ich oh, was ist das denn? Das sieht ja sexy aus. Sie haben die Glyphen geupdatet, okay. Ja, 40 Spitbolts, die könnte ich mal ausrüsten. Greater Glyph of Irrende. Oh, die sehen sexy aus. Die sehen jetzt richtig sexy aus. So. Gut. Was ist das? Moment, was ist das? Consumables. Es gibt jetzt noch. Was? Man kann noch. Hallo. Okay. Da sage ich ja nicht nein. Moment, da muss ich erstmal gucken. Ne, das kann ich dann leider immer noch nicht rein tun. Aber das könnte ich nämlich mal darauf tun. Und tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen rumquatsche, bevor wir loslegen. Aber das muss jetzt leider einmal sein. Okay, das fand ich letztes Mal ganz geil. Und ich glaube, wieso habe ich nochmal Tawny Owl? Das ist aber normales Tawny Owl, ne? Das ist Superior Tawny Owl. Ja, das kann ich dann mal. Ja. So. Und was wollte ich noch? Achso, die White Ruffards Decoction wollte ich. Das oder. Können wir den Patrix-Filter nehmen? Blizzard. Das fand ich auch ganz witzig eigentlich. Von der Golden Oriole. Man weiß immer nicht, was man. So. So. Okay. So. Und dann noch die Pockets. Kira's Lamp. Und ja, das andere ist egal. Okay. Gut. Wunderbar. So. Evil Soft First Touches. Okay. Sehr schön. Ja. Okay. Jetzt muss ich noch einmal kurz herausfinden, wie das Ganze funktioniert. Moment. Ist das ein. Wie schalte ich das denn um? Hold to switch potions. Ah, okay. Sehr schön. Das ist doch toll. Okay. Das sollte ich mir nochmal mit dem Mod umschreiben, dass man das auch mit einem Klick machen kann. Okay. Apropos Mods. Ich gehe schon mal hin und erkläre nochmal so ein bisschen. Und zwar spiele ich das Ganze mit ein paar Mods, die mir das Spielleben ein wenig leichter machen. Und zwar mit einem Mod, der anscheinend noch nicht ganz so richtig funktioniert, wie ich es gerade will. Und zwar der Enhanced Map Zoom Mod, welcher auch gleichzeitig ein Mod dafür ist, dass ich von überall aus fast traveln kann. Und jetzt gucken wir mal. Wanted. Cradle. Used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. Willing to trade a leaky pot for a cart? Who writes these notices? Need a witcher? Any bloke willing to kill a monster, a witcher would do. Monster? What kind? Big, bad, ugly, squatching the sewers. If you're interested, drop by the Garren estate. Ask for Olgaid von Evereck. He's the one ordered this posted. Okay.
Nehmen wir alles mit. Okay. Ja, der Fast Travel von überall, den finde ich eigentlich ganz praktisch so. Allerdings funktioniert er anscheinend aus dem Grunde noch nicht, dass ich nicht zoomen kann. Also nicht richtig so. Ich kann nicht zoomen. Egal, macht nichts, fixe ich ein andermal. Das wäre eben das Spiel. Dann spiele ich noch mit dem, mit diesem Enhanced Potion Ding Mod, wo man halt die, die Namen der Potions sieht. Ach, scheiße, ist er wieder angesetzt. Nee, das war logisch. Genau, damit spiele ich auch. Und mit einem anderen Mod. Da war noch einer. Ich weiß nicht mehr, was war das noch für ein Mod? Fast Travel, Potions und noch was. Hölle. Wenn wir gerade schon hier sind. Das Spiel so ein bisschen langsamer als sonst. Ist es. Also dann spiele ich das nicht mehr auf Deathmarsch. Ich habe ja das zweite Playthrough, das New Game Plus, habe ich auf Deathmarsch gespielt. Und war etwas enttäuscht, als ich das Achievement dafür nicht gekriegt habe. Aua. So. Okay, das skippen wir mal alles. So. Ja, es kann übrigens sein, dass ich mal so die ein oder andere Cutscene skippe, weil ich keinen Bock habe, die anzugucken. Wow. Ja, nichts Besonderes. okay. Wenn das passiert, tut mir leid, wenn ihr die gucken wolltet, aber. Also, ich werde natürlich jetzt keine Main Story Quests oder so von den Cutscenes selber springen. Das wäre so ein bisschen asozial und um ehrlich zu sein, würde ich gerne selber nachvollziehen können, was da so passiert, aber so, wenn es halt so billige Nebendinger sind oder so, die eigentlich keinen interessieren, dann skippe ich die auch gerne. Aber das scheint das neue Gebiet zu sein. Das sieht ja schon mal ganz nett aus. Ich hoffe nur, ist hier ein Fast Travel? Das sah ja fast so aus, als wäre der... Ah, das ist ein Dorf. Könnte ein Fast Travel sein. Ja. Okay. Ach so, mir ist wieder der Mod eingefallen, den ich noch installiert habe. Und zwar den, wo ich mehr tragen kann. Enhanced Weight Carrying, keine Ahnung, wie der heißt. Normalerweise heißt er, glaube ich, Over 9000, aber ich fand, unendlich viel zu tragen ist ein bisschen, naja, es macht schon so ein bisschen das Prinzip des Spiels kaputt. Nein, nicht das Prinzip, aber hier die Mechanik des Spiels. Deswegen habe ich mir gedacht, ja okay, wenn du 120 Kilo weiter mehr tragen kannst, dann geht das doch auch. Da macht man jetzt nicht zu viel kaputt. Also wenn ihr nicht sehen wollt, dass ich mit Mods spiele, habt ihr leider Pech gehabt. Das interessiert mich leider herzlich wenig. Wieso sind hier so viele Händler auf dem Weg? Guck mal, ein Note-Sport. Ich werde übrigens wahrscheinlich erstmal nur die Main Story durchspielen und dann den Rest. Weil ich bin so einer. Ich rush immer eigentlich immer so die Main Story durch und dann. Wo wir gerade davon reden. Quests. Evil Soft First Touches. Level 62. Okay. Guck mal, bin ich sogar schon einen Ticken in die falsche Richtung gelaufen. Hallo.
Man muss schon sagen, das sieht schon mal alles ganz nett aus, so wie das hier ist. Ich bin jetzt auch keiner, der jetzt die ganze Zeit anhält, um eine Stunde lang nur irgendwelche Blumen zu pflücken. Das macht ja Gopher ganz gerne. Wenn ihr den nicht kennt, guckt ihn euch mal an. Der macht eigentlich ganz geile Videos, nur sein Witcher Let's Play ist etwas in die Länge gezogen, würde man sagen. Okay. So, ja, mein Stuhl ist so ein bisschen der Knarzfürst. How about no? Hi, mate. Your mug's not familiar. What is it you want? Looking for Olgierd von Everick. Ah, that'll be inside. Oh. Olgierd von Everick. I'm looking for him. None here by that name. I was told I'd find Olgierd von Everick here. Someone's made an ass of you, brother. So maybe you can make up for that and help me, brother. Something tells me you and me have got different mams. All right, Ungus, you've had your fun. I'm Olgierd. Tell me, what brings you here? No, no, I'm Olgierd. You? Not likely. I'm Olgierd. You folk are a hoot and all, and I'd love to stay for more laughs, but time's short. Whoa, shit just got serious. Hear about the monster in the sewers. Seems Olgierd von Everick's offered a bounty on it. Shit was serious from the start. Goes without saying with a Witcher. How's that? The purge you lot of emotion. It's why you're all stiff. Hey, you think they shoved a long pike up your ass? All right, Master Witcher. Jests are done. Weathered a good bit as it is. I'm impressed. Come on, I'll take you to Olgierd. What do they call you? Good. Geralt of Rivia. Bit of advice, Geralt of Rivia. Once you meet Olgierd, try and pique his interest. I gotta pique his interest? He's the one wants a monster dead. Aye, but he don't need... Ottoman, sir. You've a guest. Do you know what types of sculptures fetch the best prices? Statues of deities, busts of kings, and nudes. And what have we here? A naked wench. What do you think of her? Sculpture isn't really my thing. Can't blame you. Contemporary art's become superficial and bland. A century on, they'll be using just such nudes on placards to hawk bricks and other banalities. Mark my words. Ooh. I used to like Botticelli. The life he could breathe into a chunk of cold stone. But I look at it now, and it seems just a rock, ideally proportioned. Not a flaw on its surface. Painfully perfect.
As lifeless and boring as a boulder at the roadside. That's better. More interesting, at the least. Very well. And now to the matter at hand. Let's rejoin the company. Partake of some refreshment first. Ataman Olgierd, long may he live! Long live the Ataman! Long live the Ataman! Long live the Ataman! Come and drink with us! Well, we haven't a choice now. Fetch us some wine, dear. And a nibble or two. Monster in the sewers. Know anything more? I've no clue what it is. Only that it's deadly. I'd not have bothered had my cook not become its victim. Oh, the way she prepared game had no equal. That why she was in the sewers? To fetch game? Nay. She went to a fair with a sister or cousin. Matters not. Daft wench convinced her a prince transformed into a toad lives in the Oxenfurt sewers. And you know, women, each craves a prince and will wade knee-deep through shite to get him. Vissi was no exception in that respect. Now she went, never to return. Wasn't the first, it seems, either. Hey! Leave her be! Is that any way to treat the lord of the manor's daughter? Apologies. Now, where were we? Oh, yes, the contract. So, you'll check it? Ach, komm. Just one formality to resolve first. My pay. Never you mind that. Return with the beast's head, and you'll have leave to take anything you wish from here. Awfully generous. Still, I'd prefer to agree a specific amount. Oh, fine. How much would you like? 300? 400 crowns? 450. Agreed. And that'll be in addition to whatever memento you wish to take. Good. Consider the beast gone. Confident. Bring me its head, and the reward shall be yours. Good. Auf zu den Oxenfurt Suez. Oder auch nicht. Hey, you! Post papers! Name's Geralt. But I'm gonna call you Puss Peepers. That a problem? Get to the point. Got an offer. Potentially lucrative Puss Peepers. Someone's killed me mate. Name was Clivert. You're to figure out who did it, then cut the bugger's head off. I come. Keep talking. Clivert dealt Fistech. A few days passed, he rode to Bowden to take a delivery. Never came back. Been there? Actually seen his corpse? No. But Clivert was one damned reliable orson. We was to meet. He didn't show. Can only mean he's dead. Find the bastard who did this. Find him and kill him. I'll pay top coin. Need to think it through. Clivert's got a scar on his forehead, not unlike yours. Spot that, you'll know it's his body. Said I'd think about it. Know what, Puss Peeps? One look at a bloke and I know what he's made of. You'll do what I ask. I bet anything on it. Look for me in Oxenfurt, the Alchemy Inn on the main square. Okay, ja. Achso, falls ihr übrigens wissen wollt, ich habe 66.000 Kronen. Also mir ist der Preis eigentlich meistens relativ egal mittlerweile. War hier ein Fast Travel? Ach so, ja, ich konnte ja nicht zoomen. Ich vergaß. Vielleicht deinstalliere ich den Mod nochmal. Zumindest den Zoom-Mod. Oxenfurt.
Aber wisst ihr was? Ich mach das mal eben jetzt. Bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder zurück. Und diesmal kann ich jetzt auch in der Karte zoomen. Ich habe zwar jetzt nicht den gleichen... Also ich habe jetzt nicht wieder so einen weiten Zoom. Aber ich kann jetzt in einen Zoom. Das ist mir irgendwie wichtiger. Wir könnten ja mal eben gucken, ob dieser Typ hier Geld hat, bei dem ich Krams verkaufen kann. Weil das Hauptproblem nämlich am Ende des zweiten Playthroughs war, dass ich zu viel Scheiße hatte. Und leider nicht wusste, wohin damit. Der Typ hat 300 Kronen. Er könnte mir wenigstens die Crossbows abnehmen. So. So, und das hier. Das kann er auch noch machen. Okay. Stimmt, dafür muss ich 69 werden. Und dafür muss ich 67 werden. Ich habe an sich schon geile Schwerter und geiles anderes Equip. Das Heavy Armor? Das Heavy Armor. Nur. Kann ich den vielleicht noch was anderes andrehen? So. Oh, was vielleicht? Nein, kann ich nicht. Okay. Gut, dann reparieren wir mal Krams. Aber weißt du was, wir reparieren alles. Wir haben sowieso zu viel Geld, von daher. So long. Okay. So, jetzt können wir weitermachen. Boy, why there? Der Bäcker. What for? Nee. Soll ich da rein? Ja, soll ich. Okay. Terrible beast prowls the sewers down that way. Best of all together. Devoured dozens of maidens for them. And many a ball fighter's gone in and never come out. Schon mal gesagt, dass ich solche Sachen nicht mag. Auf jeden Fall ist hier Spectre Dust. Tja, was? Bootprints. Large. Man's most likely. Not only women came in to look inside. Single set. She came alone. Ein Drowner. Ugly bastard. Gut. Gott sei Dank habe ich mit overpowerten Art. Slash wounds made by a blade. No monster did this. Da sind wir. Ganz wichtig. Okay. Thanks, Geralt. It's, good to see you. You too. Lost track of you after I left Vizima. Where'd you go? What have you been doing? Long story short, I've been treating the sick and wounded, as always. Mainly at my clinic in Oxenfurt. But in Redania, I'm going to help the army at times as well. I'll want to hear the long story long, too. Sure. But, once we're out of these sewers... Redanian army force you to come here, too? Were you just down here for a pleasant stroll? Got our orders this morning. I came down here with a whole unit, but... something attacked us. Why'd they send you down here? Only if it's not confidential, of course. I need a venom sample. From the beast that prowls these sewers. It doesn't just kill those who come down here, you know. The water in so many wells is contaminated. Folk are getting ill. Redanian soldiers among them. Plan to kill the beast. Bring you a sample of its venom after I do. Nice of you to offer. But I'd rather go with you, collect the sample myself. Creature's dangerous. You saw what it can do. I'm a big girl, Geralt.
I can take care of myself. And you know I'll get my way, so don't try and talk me out of anything. Fine. Your choice. So show me where the monster attacked you. This way. Good. Grating's badly bent. Something large struck it, with a lot of momentum. I shut it as I fled. Absolutely. The monster must have slammed into it. Glad it held up. Though now we need to find a way around it. Is it worth searching outside? Actually, just hope the monster's blow might still be here. Es ist immer super, wenn der immer anfängt, mehrfach durcheinander zu reden. Lass mich mal gucken, ob hier noch irgendwas Tolles ist. Phosphor. Slash wounds made by a blade. No monster did this. Soldiers from your escort? Yes. That's them. Vern, Miklas. Oh, poor boys. Beast doesn't play around, apparently. They saved my life. What exactly happened? We came in here and Miklas started looking for tracks. Then drowners attacked. The men made quick work of them. But Franz was injured. His leg. He and I stayed behind. I tried to bandage him up while Gnarls stood watch. Then that beast appeared. Gnarls pushed me towards the exit and ran at the monster. I turned around and saw him lying there, covered in a sticky substance. I ran back to get him, then dragged him to where you found us. Where was the monster? Well, Miklas and Vern had driven it away from us, and paid dearly for it. Managed to get a look at what attacked you? Everything happened so fast. I didn't get a good look. No. Only saw it from behind. I know it was large and slimy. Gotta look around. Man you patched up. Is he here? Franz? I don't see him. Think the monster might have dragged him off? Could have. Beast probably crawled in or out through here. It's deep. Lower level of the sewers has been closed off for years, but Vern, the commander, had a skeleton key. See if I can't find it. Good. Geralt! Are you all right? Fine. I can't get down this way. I'll look for something else. Be careful. Oh, ich war noch da. Hallo. So. Feierabend, Patron. Ich sehe absolut gar nichts. You? How'd you get in here? I told you. Vern had a key to the grate. Look. It's Franz. What's left of him, you mean? What kind of beast would do that? Interesting. What? Franz had a leg wound, right? Just above the knee. Managed to apply anything to it? Yes. Some spirit, but that was it. Why do you ask? Look, half of Franz's leg is gone. Monster must have chewed it off. Other bodies were untouched, except for the wounds they sustained in battle. Are you suggesting the beast likes alcohol? Mixed with blood. Doubt we'll learn anything else here. We need to find the lair. Right behind you. Okay, wunderbar.
Wieso sind denn da schon wieder irgendwelche Typen? Okay. Body's basically intact. Just half covered in slime. Hope the wretch didn't suffer. Another unfortunate romantic came to lift a prince's curse, found a hideous death instead. Odd smell. Blend of alcohol, blood, and monster stench. Monster left must have come through here. We'll never make it through there. Need to find another way. Ja, das ist wohl wahr. Was ist das hier noch? Woman's corpse, soaked in slime. Beast must have left it for later. Shari, can you get your sample here? Sure, along with a bunch of dirt, rubble, and drowner droppings. I need a clean sample from the lair. Shari, watch out. Move! Loads of slime here. Enough for your sample? It'd be more than enough if it wasn't contaminated. Dead drowners everywhere. Strange. Decaying corpses, slime everywhere, and that stench. This has to be the lair. Fresh and moist. Beast was just here. I'll collect my sample. Huh. All the tunnels and corridors converge here. What now? Need to lure the beast. How? We don't even know what kind of monster it is. But we do know it likes a blend of blood and liquor. Just so happens I've got some alcohol on me. Well, I hope you don't plan to cut yourself or... Relax. Plenty of bodies. I'll use one of them. I'll get to work. I doubt I'd be much help in the fight, but you might need me afterwards. I'll look for a hiding place. You'd be better off waiting for me up top, or back home. But... No buts. Wait in the passage for now if you have to, though I'd rather you didn't. But when the monster shows, you run for the surface. Ugh, fine. Shani, look at me. Promise you'll stay out of it. I promise. Good. Now go hide. Be careful, Geralt. Yum yum. Von diesem Teaser-Poster.
das war ja auch irgendwie klar. So. Hier ist aber bestimmt gegen ihn. Kann man sehr gut schieben. Ja, mach den Launcher. Ja. Kannst toll den Stamper machen. So. Feier denn auch super schön, so. Ja, ein bisschen mehr Schmorbraten reinmachen. Aua. Aua. Jetzt reicht's aber mal hier. Was ist das denn? Und weiter geht's. Gut, das war dann schon mal nicht so erfolgreich. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Wahrscheinlich ist der letzte Savepoint wieder sowieso Jahre her, so wie ich das Spiel kenne. Ja. Möglichst heute noch. Okay, das war schon mal das macht er nicht. So muss das sein. Ein bisschen durchschmoren und ist ja wir sind jetzt noch so Halluzinogen-Scheiß. Rush, I'll woot.
What's going on? Ah, he's finally come to. And he can speak human, turns out. Started thinking I'm not conversing common the whole way. Except maybe with me reflection in the piss bucket. Where am I? On the Albatross. On the Fakbarth Isle, as their strange tongue has it. En route to Ophir. Don't remember signing on as a sailor. Oh, you didn't, mate. They dragged you aboard. Seems you killed their prince. Oh, toad in the sewers. Damn it. Should consider myself lucky, I guess. Could have killed me on the spot. Depends how you look at it. I happen to know a bit of a theory. Heard them saying they come here on a mission, dispatched by their king to find their prince, lift his curse. Wagered their honor, and that of their families 5 generations back, that they'd bring him home, safe and sound. And I killed him. Great. So, must think they can save their honor by bringing the prince's murderer back to face the king's justice. Tried to break out yet? Used every ounce of charm I got. Nothing doing. Might be my Aferis, Rusty. My Aferis non-existent. Well, we'll be at sea at least a month. Teach you something that time. Elkal! Orial! What's that mean? Told us to shut up. There's been a misunderstanding. Can I talk to your captain? Alakal Sorkan! Galavatkar u Albata again! Quiet, dog. You killed our prince, and you'll pay for that. Gileam Valar, Carvereffener. You'd be dead already. Revhagar ne Aram e Carver. Vengeance is not ours to reap, Anna. Dorgate ye Alami. We swore on our honor. How do I say, take me to your captain? Faith Alache ul Egulath. What? Elkal! Vioth. Vioth, Alche ul Egulath. Elkal, Inkal avr ikel ugeherevn ul viter. What just happened? What did he say? Said to sit quiet, and that you'll hang in 2 weeks. Great. Give it a rest. No point talking to that lot. All you get's angry gurgles. And they puff up, you notice? Like them fish. What's it they're called? There anyone here who speaks common? Ah, there's this mercenary with him. Looks Edernian to me. He's the one recruited me to show him through the sewers. Oh, and the mage what leads them knows a bit. Heard him talking. But I doubt either will talk to you. How was you? Catch some shut eye. Not go on flapping me tongue. Got a long voyage ahead. Sleep's not what I need. Someone I can actually communicate with. That's what I want. Greetings, Geralt. Remember me? I remember. We met in White Orchard. You're Gauntero Dim, known also as Master Mirror. I helped you find your Yennefer. We meet again. And it seems you need my help again. Heard a noose awaits you. That is, if this lot doesn't kill you first. Haven't tried it yet. Doesn't look promising. Not unlike your situation. I could try to extract you from here, you know. Because you do wish to disembark, do you not? Yeah, sure. But what on earth could you? Oh, more than you'd ever expect. I shall help you, Geralt. But before I do, I must know you'll return the favor. Right. Can't possibly get something for nothing. Indeed. When all's said and done, I am a merchant. So, do you want my help? Yes. It's a deal.
Once it's all over, we shall meet at midnight at the crossroads, beneath the willows near the village of Yantra. Ah, and I must give you something to remember me by. What's that? A mark to show we're associates. Who are you gabbing with? With no one. Never liked moats. Not one bit. Behave like devils. Make me stomach churn. It'd be prime to sleep through the whole thing. Didn't bargain for no storm. I fear that means a tidy jump in my fee. To Ophir, get us safely. The king's reward will be generous. What about the prisoner? Before the king, we must bring him. On doing so, my honor relies. Can't we just bring your king the bastard's head? Like we're doing with the other? The other drowned. We could do nothing. We deliver nine, this one. Apart from all else, the hell the king is sure to condemn him to. I wish to see. What kind of hell? Tarring, flaying, and watering. This is the punishment for regicide and tales. Zufälligerweise lag da mein Schwert. Welch eine Überraschung. Gut. Zufälligerweise habe ich alle meine Tränke. Welch eine Überraschung. Oha. Der versteht ja echt keinen Spaß, der Typ. Nein, nicht den da pieken. Den mit dem Käsepiekser. Aua! Der macht echt. Alter, der hat mich gerade getugelt. Ja, okay, ich hatte auch fast keine Leben. Vielleicht sollte ich einen anderen Trank benutzen. Wie wär's denn mit der Wild Ruffers Decoction? Ah!
Sandsturm. Viel zu viel Schaden am Ende. Aber gut, so langsam versteht man die Ausrichtung. Nein! Feierabend hier. Meine Fresse. Der war überhaupt nicht Kretze oder so. Letter von Coffee Merchant, okay. So, okay, wo genau bin ich eigentlich? Oh. Das ist eine komplett neue Insel. Okay. Okay, ich würde mal sagen, nach dem Kampf werde ich jetzt erstmal eine kleine Pause einlegen. Ja. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye-bye!